Wasser ragt, linker Hand. Das ist die große Flensburger Werft und dahinter die Bäume an Land, das ist bereits Dänemark. Wir haben drei verschiedene Sorten von unserem Rum, den wir jetzt hier in Flensburg herstellen. Starten würde ich in dem Fall mal mit dem Klassiker. In Deutschland ist es tatsächlich so, wenn man Flensburg hört, verbindet man dieses Wort automatisch immer mit den Punkten. Was fällt einem denn noch zu Flensburg ein? Es fällt einem vielleicht noch ein Beate Use, es fällt vielleicht noch ein Flensburger Bier oder der Handball. Im 30-jährigen Krieg ist hier fast alles kaputt gegangen. Da hatten wir noch zwei Kriege hinterher und da war Flensburg platt. Von 5000 Einwohnern noch 850 nach. Ein Großsegel, ein Vorsegel oder auch Fock genannt und die wollen wir jetzt hochziehen und da könnt ihr ruhig mal mit mir an Bord kommen. Was ist das Besondere an Kiel? Also wenn man woanders ist und an Kiel denkt, dann sagt jeder immer, ja, ha, Kieler Woche. Aber Kieler Woche ist zwar das, eigentlich das größte Segelsportereignis in Deutschland und eigentlich auch das größte Sommerfest in Europa. Dass das Holstentor sich in unsere Richtung neigt. Das neigt sich quasi nach Süden. Das liegt daran, dass die Mauern nach außen, also zum Äußeren der Stadt, 3,50 Meter breit sind und zum Inneren nur 80 cm, weil natürlich nach außen die Befestigung sein muss. Easy! That's all! Wir haben eine kleine Schatzsuche für euch vorbereitet, Tils Schatz. Dafür haben wir hier GPS-Geräte, auf denen Stationen eingespeichert sind, die ihr aufsuchen sollt. Am besten gefallen eigentlich? Mir hat es am besten gefallen. Segeln war extrem lustig. Mhm. Dann die Bootsfahrt auf jeden Fall. Und warum ich jetzt da so ausschaue, weil ich da oben vom Thiel Eulenspiegel verarscht wurde. Ja, was hat denn dir so gefallen?
Also ich habe das Segway-Fahren sehr cool gefunden. Dann natürlich die ganzen Städte sind wunderschön zum Anschauen. Und ja, der Till Eulenspiegel, den habe ich auch sehr lustig gefunden. Ja, nicht wieder mal. War echt witzig die Reise, ja, gell? Ja, echt viel erlebt, sportlich, ziemlich geil betätigt. Mann. Wir haben doch was vergessen. Ja, stimmt. Alle weiteren Informationen findet ihr auf germany.travel/hotspots. Yeah.